Heute stelle ich euch im Video die Scaleo Infinity Lampe vor, und zwar in der Version als Ultimate Set, aber auch als Akkuset. Hallo und herzlich willkommen bei Dive Support, eurem Tauchshop in München und natürlich auch online unter divesupport.de. Heute im Video die Scaleo Infinity Lampe, die gibt es im Set, die gibt es mit mehreren verschiedenen Sets und die möchte ich euch kurz vorstellen. Einmal gibt es das Ultimate Set, dann gibt es das Akku Set, die beiden schauen wir uns heute an und dann gibt es noch ein All-in-One Set, das hat dann einen deutlich größeren Lieferumfang. Dazu haben wir aber auch schon mal ein Video gemacht, verlinke ich euch dann nochmal hier oben. Jetzt aber zur Lampe, die wir uns heute anschauen wollen, einmal die Ultimate und einmal das Akku Set. Machen wir hier das Ganze mal auf. Beide kommen in der Box. Das ist die Scaleo Standard Box. Ein schönes Ding, wo das Ganze einfach gut verstaut ist. Wenn ich hier mal kurz aufmache, dann haben wir hier links die Ultimate und hier rechts die Akku. Und wo unterscheiden sich jetzt diese beiden Lampen? Wie eigentlich der Name schon sagt, das Akku-Set hat einen Stabakku mit dabei, also einen Akku, den man direkt hier hinten auf die Lampe aufsetzen kann, während die Ultimate-Lampe mit einem EO-Cord ausgestattet ist und somit noch einen zusätzlichen Akku braucht, um die Lampe betreiben zu können. Dafür könnt ihr natürlich hier auch alle gängigen Akkus jeder Größe anschließen und somit natürlich eine deutlich längere Brenndauer erzielen, wie das mit dem kleineren Stabakku möglich ist. Trotzdem schauen wir uns jetzt beide Sets mal an und zum Schluss dann noch, ob man sich festlegt, wenn man hier etwas kauft oder ob das Ganze doch variabel ist. Starten wir mit der Ultimate-Lampe. Das ist dann auch die günstigste Version, weil hier natürlich kein Akku mitgeliefert wird. Das ist einfach eine Lampe mit Kabel. Aber ansonsten hat es alles das, was alle anderen Sets, also auch das deutlich teurere All-in-One-Set hat, das halt einfach über viel mehr Zubehör verfügt. Aber die Lampe, dieser Lampenkopf hier, ist immer der gleiche. Was haben wir hier dran? Wir haben einmal hier einen Goodman-Händel. Der Goodman-Händel ist sehr schön verstellbar. Das ist eine praktische Geschichte, lässt sich auch wunderbar unter Wasser machen, sodass ich gerade, wenn der Handschuh dann im Wasser natürlich nochmal kleiner wird, sich zusammendrückt, hier nachstellen kann und dann nur mit einer Hand hier das Ganze festziehen. Und dann ist der Goodman-Händel geschlossen und hängt gut an eurer Hand, sodass ihr hier keine Probleme habt, die Lampe wirklich gar nicht zu spüren, sondern alles machen könnt, alles nach wie vor machen könnt, weil dieser Goodman-Händel gut funktioniert und man ihn eben sehr schön einstellen kann. Goodman-Händel haben wir dann hier auf der rechten Seite noch die Möglichkeit, hier einen Karabiner, einen Boltsnap zu befestigen. Das ist auch wichtig, damit wir die Lampe hier schön weghängen können. Und hier fädeln wir dann einfach etwas Kevlar durch und können hier bequem den Boltsnap bei den Karabiner hier befestigen, um die Lampe weghängen zu können. Hier oben haben wir den Einschalter und auch da die Regelung. Also mit dem Einschalter aktivieren wir die Lampe. Wir können die Lampe aber auch über den Akku steuern. Also wenn ihr hier einmal eingeschalten habt, dann könnt ihr über den Akku ein- und ausschalten. Es ist nicht so, dass das dann immer wieder in die Standard- oder in die Ausgangsposition zurückfällt und ihr zweimal schalten müsst, einmal am Akku und einmal hier am Lampenkopf. Wenn ihr euch dazu entschieden habt, die brennende Lampe über den Akku auszuschalten, dann könnt ihr auch über den Akku wieder einschalten, ohne dass hier nochmal ein zusätzlicher Knopf gedrückt werden muss. Gleichzeitig haben wir hier oben eine Regelung und mit dieser Regelung können wir die Brennkraft der LEDs steuern. Und das ist dann wirklich wieder eine sehr tolle Geschichte, weil das können wir einmal für den Spot machen, also einmal hier für die LED, die ganz in der Mitte sitzt. Und das können wir hier auch für die äußeren, für die Umgebungs Beleuchtung, das können wir hier schalten. Wir können beide auf 0 stellen, beide auf
maximale Leistung. Insofern habt ihr alle Kombinationsmöglichkeiten, genauso wie ihr es braucht. Wenn ihr zum Beispiel ein Video machen wollt und sehr viel Licht haben wollt, dann könnt ihr den äußeren Ring mit voller Kraft laufen lassen. Und wenn der Spot gerade gar nicht so gefragt ist, weil man eben ein diffuses Licht haben möchte, dann nimmt man den Spot komplett aus dem Ganzen heraus und habt eine super Möglichkeit, sehr viel Licht irgendwie in ein Objekt zu bekommen. Andersherum geht es aber natürlich auch, wenn wir jetzt in einer Situation sind, wo das sehr stören würde, wenn wir so viel Umgebungslicht haben, dann nehmen wir den Ring komplett raus aus dem Ganzen und nehmen nur den Spot, der in der Mitte ist. Und dieser Spot lässt sich dann auch wieder nach unten regeln, wenn das immer noch zu viel sein sollte. Und durch den Spot ist es natürlich auch eine sehr gute Lampe zum Kommunizieren. Und mit dieser Kommunikationsmöglichkeit habt ihr dann auch wieder, ja, gerade, jetzt habe ich vielleicht nochmal eins zurück. Die Lampen, die wir anbieten, die kommen immer mit der Selected LED, eine LED, die deutlich mehr Leistung hat wie die Standard LED. Das kostet ein paar Euro mehr, ist es aber mit Sicherheit mehr. Das ist kein großer Betrag, irgendwas um die 50 Euro. Aber der macht dann wirklich Sinn, weil mit dieser LED habt ihr maximale Kraft für euren Spot. Gerade wenn ihr im See vielleicht in klarem Wasser unterwegs seid, wo auch viel Licht von oben noch in den See hineinfällt, sodass ihr dann zur Kommunikation eben ein starkes Licht braucht. Sollte die Leistung nicht notwendig sein oder vielleicht eben störend sein, wie ich gerade schon gesagt habe, weil eben zu viel Schwebeteile sind, die Sicht nicht so gut ist, dann könnt ihr ja den Spot auch herunterregeln. Und insofern haben wir uns dazu entschieden, nur noch die Selected LED anzubieten, weil wir hiermit einfach richtig Power haben, wenn es notwendig ist und man es ja zurückregeln kann, wenn die Situation es erfordert. Das seht ihr übrigens dran an diesen roten Schrauben. Wenn diese roten Schrauben verbaut sind, dann ist es eine Selected LED. Es gibt auch noch die Möglichkeit, wenn man hier vorne reinschaut, wenn man dann hier rot sieht, wenn man hier rot im Reflektor sieht, dann ist das auch ein Zeichen, dass eine Selected LED verbaut wurde. Da gibt es eben beide Möglichkeiten. Aber wie gesagt, bei der Variante jetzt hier wurde die Kennzeichnung mit der roten Schraube hier gemacht. Das war es eigentlich zum Lampenkopf. Wie ihr schon seht, ein sehr, sehr kleiner Lampenkopf. Und obwohl der Lampenkopf so klein ist, können wir einen sehr guten Spot erreichen. Gerade zur Kommunikation wichtig. Und das macht, zumindest ist es so meine Einschätzung, auch immer den Preis aus. Lampen, die eine kleine Bauform haben, aber trotzdem einen sehr fokussierten Spot hinkriegen, sind in der Regel sehr teuer. Günstigere Lampen können auch gute Spots erzielen, aber meistens sind dann die Reflektoren außenrum, also die Spiegel, die da vorne drin sind, relativ groß. Funktioniert natürlich auch, aber wenn man hier eine kleine, kompakte Lampe möchte, dann ist es schon sehr oft der Fall, dass man hier einfach ja, etwas mehr dafür bezahlen muss, für diese kleine Bauform. Vielleicht muss man es auch ein bisschen aus dem Hintergrund sehen. Hier nochmal zur Klein, wie die klein die Lampe ist, das nehme ich mal hier raus. Also das hier ist ja eigentlich nur der Lampenkopf. Also es ist eine sehr, sehr kleine Lampe, eine sehr kompakte Lampe, die euch dann gar nicht groß stört, wenn ihr die an der Hand habt. Ihr seht, das ist jetzt ein normal, wenn ich jetzt hier einen Trockentauchanzug noch mit anhabe, der den Ärmel dicker, dicken Handschuh, dann seht ihr, wie klein eigentlich dieser Lampenkopf ist und wie wenig er euch dann beim Tauchgang auffällt, wie wenig er euch stört. Er macht einfach nur Licht. Dann haben wir eben bei dieser Variante, wie ich schon gesagt habe, bei der Ultimate hier ein Kabel dran, auf der anderen Seite ein EO- oder Warmcord-Stecker, sodass ihr den bequem mit jedem gängigen Akkutank verbinden könnt und dann eben richtig Strom habt. Was ist noch dabei? Es ist hier noch ein kleines Döschen mit ein bisschen Fett mit dabei, um die O-Ringe zu fetten. Die zeige ich euch gleich noch, wo die versteckt sind. Dann sind Ersatz-O-Ringe mit dabei und hier vorne haben wir noch eine Abdeckung, mit der wir dann die Lampe hier drüber ziehen können und hier im Prinzip nochmal einen Schutz für die Lampe haben, wenn wir sie nicht hier in den Koffer verpacken. Jetzt aber zu den O-Ringen. Wo haben wir die O-Ringe versteckt? Und das kann man auch wieder an der Variante ganz gut zeigen, weil wir halt hier variabel sind. Wir haben hier hinten das ist jetzt nur ein Schutz für den Transport, für die Verpackung. Ich mache den mal kurz ab.
Und hier seht ihr dann die beiden O-Ringe, die hier verbaut sind, und die sind eben auch nochmal als Ersatz dabei. Und dafür ist dann auch das Fett damit dabei, damit man diese O-Ringe ein bisschen schmieren kann, wenn man hier drauf sitzt. Und das ist halt jetzt insbesondere bei der Akku-Variante eine Sache, dass man den vielleicht öfter mal öffnet, wobei man den Akku auch laden kann, ohne zu öffnen. Das zeige ich euch dann nochmal. Und hier könnt ihr dann einfach den Akku hier hinten aufstecken und dann habt ihr die Akkulampe. Also das ist im Prinzip der Unterschied. Jetzt sind wir hier beim Akkuset genau das gleiche dabei wie beim Ultimate Set, aber eben hier mit einem Stabakku, und auch den zeige ich euch dann nochmal, wenn wir hier mal den Goodman Handle kurz aufmachen und nach unten ziehen. Dann seht ihr, also weit geht der nicht nach hinten, also das ist eben ungefähr bis zur Uhr, wie man hier sieht. Also auch trotzdem noch eine kurze Baumform, eine kompakte Lampe, aber natürlich etwas größer, wie wenn wir hier nur dann den Anschluss haben für den Akku. Und schon seht ihr eigentlich gut, das funktioniert. Und wenn man eine Lampe möchte, mit der man eben ohne Kabel auskommt, dann ist das eine gute Geschichte. Aber wie ich euch vorher ja schon mal gesagt habe, ihr legt euch damit nicht fest, man kann das austauschen, man kann das ergänzen. Also ihr habt ja als Basis, wie wir gesagt haben, hier diesen Lampenkopf, und diesen Lampenkopf, den kann man ergänzen. Den kann man einmal um den Akku ergänzen und hier um dieses Teil. Das kann man genauso abbauen, wie ihr es hier gerade jetzt bei dem Akku gesehen habt. Ihr könnt das einfach nach hinten abziehen. Und dann könnt ihr hier tauschen. Also, wenn ihr einfach mal mit der günstigsten Variante anfangt, weil ihr noch einen Akku sowieso habt von eurer vorhergehenden Lampe, dann startet doch einfach damit, probiert sie aus. Und wenn ihr irgendwann mal sagen wollt, ich möchte doch hier noch so einen kleineren, kompakten Akku, kann man den jederzeit nachkaufen. Wie gesagt, das All-in-One-Set, das ich schon mal in einem Video vorgestellt habe, das beinhaltet dann beides. Da bekommt ihr dann einen Lampenkopf mit diesem Lampentankadapter und hier diesem Akku, dann sind noch ein paar andere interessante Zubehörteile dabei, da ist schon viel drin. Aber wenn man jetzt einfach mal mit dieser Lampe starten möchte, weil es wirklich toll ist und nicht gleich so extrem viel Geld dafür ausgeben, dann startet doch einfach mal damit, ergänzt das mit einem Akkutank, habt ihr natürlich auch eine deutlich längere Brenndauer wie damit. Ansonsten, wie gesagt, wirklich das gleiche drin, auch hier haben wir dann diesen Schutz, und Ersatz-O-Ringe sind hier auch wieder mit dabei, also alles so, wie man sich's vorstellt, bei beiden das gleiche mit drin. Ich hoffe, ich konnte euch die Lampe mal vorstellen. Wirklich detaillierter haben wir dann nochmal dieses andere Video, das überschneidet sich natürlich. Schaut euch da an, auch vielleicht zu den Einstellungen von der Lampe und so weiter, haben wir da schon mal was gemacht. Vielleicht machen wir auch nochmal ein Video wirklich nur über die Knöpfe, über die Einstellung, was man hier steuern kann. Nur Leuchtleistung, Lichtleistung ist natürlich im Video immer nicht so gut darzustellen. Aber wir schauen mal, vielleicht können wir in diese Richtung auch nochmal was machen. Das war's zum Scaleo Infinity Akkuset und dem Ultimate Set. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns doch einfach an. Wenn ihr Erfahrungen mit den Lampen habt, was würdet ihr machen? Was ist vielleicht euer Tipp, was man als erstes sich anschaffen sollte? Schreibt es uns unten in die Kommentare. Wir freuen uns über jedes neue Abo, über jeden Daumen hoch. Bleibt noch ein bisschen auf unserem Kanal, schaut andere Videos und bis zum nächsten Mal bei Dive Support.